Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 Fastfood-Spots in ganz Berlin. Mit dabei Erdem, der immer wieder wegrennt. Mit dabei Burak Jackson. Leute, denkt ihr, ein Kreuzbandriss kann mich von einem Foto abhalten? Nein. Unsere erste Station, der Klassiker in Berlin, City Chicken. Guckt euch mal diese Farbe, guckt euch mal diesen Saft, guckt euch mal diesen Juice an. Ihr seid, was Chicken angeht, die Nummer 1 in Berlin. Auf jeden Fall. Wenn ihr essen kommt, esst mit Spezialsoße. Du nimmst Brot, gehst in die goldbraune Haut rein. Mmh, oh mein Gott. Das ist das beste Chicken in ganz Berlin. Genau. Ja, wir sind da. Ich probiere den Burger. Wir sind da, ich probiere den Burger. Jackson. Bitte aber. Wir machen weiter. Freunde, unsere nächste Station, Tantuni. Im Fleisch drüben und so ist richtig geil. Komm rein. Ihr seid ja schon drin? Hi Jackson. Unser Tantuni wird hier vorbereitet. Brot wird hier angetupft, genau. Etwas Petersilie, Zwiebel und ein bisschen Tomaten. Wie schön sieht das aber aus? Ah, vier Dosen. Joghurt kommt hier auf Tantuni drauf, was passiert hier? Asem zu Lande. Guck dir mal diesen Tantuni an. Oh shit. Das ist eine gute Alternative zum Döner, Burak. Okay. Uçakiriyor. Oh shit. Erdem, bu ne lan? Erdem, der immer wieder wegrennt. Ein brutaler Tantuni. Wir machen weiter. Einer unserer Lieblingsspots in Berlin, Kumru. Leckeres Sandwich, Sosis, Salam. Ozan, sana İzmir'de Kumru nasıl yapılır onu göstereceğim. Unsere Würstchen kommen auf den Grill. Was geht ab? Bunlar da seni mi arıyordu? Sucuk, Sosis, Salam, Brot und Bled abi. Yani bize özel. Jungs, wo kommt ihr? Aus Gelsenkirchen. Warum seid ihr hier? Valla? Ketchup, Mayonnaise, ein paar Tomaten, ein bisschen Turşu. Peynirimizi direkt üzerine indiriyoruz. Afiyet bal şeker olsun. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Guckt euch mal diesen Kumru an. Einer meiner favorite Spots in ganz Berlin. Darf ich auch abbeißen? Natürlich. Ja, nimmst du. Ich muss nochmal abbeißen, ja. Alla Göks. Bled abi. Ja, nimmst du. Freunde, wir sind bei Goldies und hier gibt's den besten Burger in ganz Berlin. Was geht ab? Die Burger sind hier schon auf dem Grill. Guckt euch das mal an. Bruder, guckt euch mal an, was hier abgeht, Alter. Ach du Scheiße. Unsere Box ist fertig. Dankeschön. Wir haben den besten Burger der Stadt. Was passiert da? Guten Appetit, Bruder. Dankeschön, Bruder. Dip Dip Jackson. Oh yeah. Ich will den nicht dippen, ich möchte, dass du den aufgießt. Das ist der beste Burger, den ich je gegessen habe. Ama sen benim canımsın ya. Ja, wir sind bei Isle-Köfte in Neukölln. Wir sind Kreuzberg. Ehrlich? Ich hab übertrieben Hunger. So Leute, ich hab ein Big-Köfte, Leute. N.I.L. Super lecker, Leute. Was denn? Jungs, habt ihr Hunger? Mm. Während er sein Köfte isst, sehen wir uns bei der nächsten Station. Stark. Wir sind bei Hasır und essen jetzt die beste Suppe in Berlin. Ja. İşkembe. Evet, en güzel işkembe mit Knoblauch, schmeckt gut. Ein Chee. Das hier ist der Game Changer, Gökhan. Knoblauch. Ich gebe dir 50 Euro, wenn du einen ganzen Löffel davon trinkst. Sag mal noch. Ein guter Löffel Knoblauch, ein Spritzer Zitrone und ganz wichtig, ein Löffel scharf. Ein bisschen Pfeffer und fertig ist unser İşkembe. Zack, 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 zack. Mmh. Kennst du das? Du willst was Einfaches essen? Dann kommst du her und trinkst İşkembe. Mmh. Aber niemals vorm Date hier kommen und İşkembe trinken. Ich habe den Fehler einmal gemacht, dann haben wir uns nie wieder gesehen. Habt ihr schon mal einen Afrikaner İşkembe trinken sehen? Ich bin der lebende Beweis. Hoppa. Ja, das ist so. Weiß ich jetzt nicht so. Boah, Ogi, was hast du heute gegessen? Ein bisschen Roastbeef, ein Hähnchen, eine Pizza und ein bisschen von deinem Weißbrot. Unsere nächste Station, einer der besten Araber in ganz Berlin, El Reda in Morbid. Und hier essen wir Hähnchen und Lammspieße. Das hier ist die geilste Soße der Welt. Ich habe die Soße als WhatsApp-Hintergrundbild.
Also so sehr liebe ich die Soße. Ihr glaubt mir nicht, aber hier. Ja, Digga, das ist die Gruppe. Aber nur mit Oggi. Guckt euch mal diese Spieße an und guckt euch mal diesen Holzkohlegrill an. Oh, wow, 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 wow. Scharf ist drauf, let's go. Ja. Bruder, siehst du diesen kleinen Finger hier? Ich sehe ihn, ja. Ich würde den opfern für diese Soße. Abi, Feierabend. Dicke Beans. Der Chef hat gesagt, das ist arabisches Mett, rohes Fleisch mit okay. Zwiebeln. Unsere nächste Station, Smack Burger. Und hier gibt's geile Burger. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Guckt euch schon mal diesen schönen Burger an. Das ist der Double Jojo Jackson 5 Jackson Junior Burger. Was? Ehrlich jetzt? N-I-L-L. Und seinen Nase haben wir gegessen, ganz kurz. Champions League. Feuer. Oh nein, was machst du da? Das Apfelmus war für Pommes. Erdem. Dicker Süßkartoffel mit Apfelmus ist Abriss. Ich kenne dich aus YouTube. Achmed, ess mal einen. Nein, ich möchte nur ein Foto. Und das Ganze wird mit Dr. Pepper ausgespült. Das grüße mal meine Familie. Go, go, go. Kuba, 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 Kuba. Komm her, Diemle. Diemle, hau mir. Das war ein Onkel von mir, den ich 10 Jahre nicht gesehen habe. Bruder, wir kommen zu einem sehr emotionalen Moment. Warum? Hier habe ich das erste Mal in deinen Kanal gehört. Ennis, wo bist du, Dicker? Wo bist du? Grüß an Ennerson. Wo bist du, Dicker? Ein sehr emotionaler Moment für mich. Unser nächster Laden ist Pipasta in Wedding. Besten Nudeln in ganz Berlin. Wie geht's? Alles gut, dankeschön. Alles gut. Ihr habt die besten Nudeln in ganz Berlin. Okay, 83, Tomatensahne. Unsere Nudeln werden hier zubereitet. Guckt euch mal diese Nudeln an. Boah, 10 von 10. Pipasta ist der Beweis dafür, dass ihr keinen edlen Italiener braucht für gute Nudeln. Das ist unser 9. Spot und guckt euch mal die Jungs an, wie die essen, Bruder. Der letzte Laden unserer Tour, Chicken Bass, auf Empfehlung von Jones und Anderson. Chicken Bass, 10 von 10. Sommertagen, hier kommen, Popcorn nehmen mit Erdnusssoße und hier bist du spazieren, beste Aktivität. Ah, Popcorn kann ich auch im Kino essen. Stimmt. Oh, Auto vibriert, Alter. Erdnuss mit Hähnchen. Schmeckt wie Erdmännchen. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder gekannt? Natürlich hatten wir Spaß. Was denn sonst? Nichts sehr deutlich gestellt. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nächste Woche eine Tour durch Frankfurt sehen wollt, dann gebt ihr Video gerne einen Daumen nach oben. Aber bitte greift uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.